Frau Präsidentin, werte Damen und Herren! Housing first, zuerst eine Wohnung. Am Anfang aller Hilfe steht die bedingungslose Vermittlung in ein eigenes Mietverhältnis. Diese Idee ist so einfach wie überzeugend. Ohne Wohnung sind Menschen schutzlos, Frost und Hilfe ausgeliefert, ist es kaum möglich, eine Arbeit zu finden. Und auf der Straße und in Unterkünften werden Menschen viel schneller Opfer von Diebstahl. Das heißt, auch wichtige Dokumente gehen schnell verloren. Die Vermittlung in Wohnung durchbricht diese Teufelsspirale. Und deswegen geht es bei Housing First nicht darum, dass man zuerst die Wohnfähigkeit unter Beweis stellen muss oder eine To-Do-Liste abarbeiten muss. Tatsache ist aber auch, ist der Mietvertrag dann einmal unterschrieben, hört die Arbeit mit den Wohnungslosen nicht auf, sondern sie beginnt erst. Denn wer auf der Straße lebt, der hat sein Päckchen zu tragen. Die Probleme sind nicht alle weg, aber aus der Sicherheit der eigenen vier Wände lassen sie sich eben leichter bearbeiten. In Debatten um Housing First ist manchmal der falsche Eindruck entstanden, dass es so eine starke Kontroverse gäbe zwischen akuter Nothilfe wie in der Kältehilfe und Housing First. Da ich meine erste Nacht als Senatorin vor über einem Jahr in einem Wärmebus der Kältehilfe verbracht habe, kann ich nur sagen, die vielen Ehrenamtlichen, die auch gerade jetzt wieder unterwegs sind, sie spenden Wärme, sie schützen vom Kältetod, sie stiften Vertrauen. Und deswegen an dieser Stelle auch ein riesengroßes Dankeschön an all die vielen Haupt- und Ehrenamtlichen in der Notfallhilfe und Kältehilfe. Angeregt durch Erfolge mit Housing First in Finnland hat in Berlin die frühere Sozialsenatorin Elke Breitenbach zusammen mit Alexander Fischer im Staatssekretär Housing First als Pilotprojekt eingeführt. Und wir haben das evaluiert und das wissenschaftliche Ergebnis war ganz klar. Housing First funktioniert. Es gab eine enorm hohe Wohnstabilität von 97%. Daraufhin hat Berlin entschieden, die Gelder zu verstetigen und zu erhöhen. Allein in diesem Doppelhaushalt sind über 6 Millionen € eingesetzt. Wir vermitteln jetzt auch Paare und Mütter mit Kindern in Wohnung. Und das große Ziel ist natürlich, dass Housing First vom Pilotprojekt zum Leitmotiv wird. Berlin tut also, was auf Landesebene möglich ist. Damit aber Housing First wirklich flächendeckend zum Leitmotiv wird, ist der Bund gefragt. Und deswegen in aller Kürze einige Maßnahmen, die notwendig sind und die auch im Antrag hier aufgeführt sind. Erstens, es braucht bezahlbaren Wohnraum, das heißt eine Priorisierung des sozialen Wohnungsraums. Zweitens wäre es sehr hilfreich, wenn der Bund von der Gesetzgebungskompetenz gebraucht wird und Mietendeckel ermöglicht. Das erleichtert schlichtweg den Erhalt von bezahlbarem Wohnraum. Drittens geht es um die konkrete Ausgestaltung der 67er-Hilfen. Der Deutsche Verein hat hier eine pauschalierte Basisfinanzierung vorgeschlagen. Das klingt bürokratisch. Man könnte es auch anders übersetzen. Es geht zum Beispiel auch darum, dass soziale Träger, die darin tätig sind, eben als eine Art Sozialmakler anerkannt werden, ihre Maklergebühr sozialrechtlich übernommen wird. Und wir brauchen dringend eine Lösung für die EU-Bürgerinnen, für die es null Anspruch auf Kosten der Unterkunft gibt, die aber zum Beispiel in Berlin circa die Hälfte der Obdachlosen ausmachen. Ich komme zum Schluss. Zuerst eine Wohnung, um wieder souverän und Souveränin über das eigene Leben zu werden. Dieser Ansatz ist so einfach wie überzeugend. In Anlehnung an den berühmten Spruch von Bertolt Brecht vom Einfachen, das so schwer zu machen ist, Housing First ist die einfache Lösung, die einfache Logik, deren Umsetzung unsere aller Pflicht ist. Vielen Dank.